Herzlich willkommen zurück bei Grim Dawn. In der letzten Folge haben wir den Commander Lucius hier platt gemacht. Ich dachte erst, er erwischt uns, aber na, wir haben es durchgehalten, wir haben ihn gekriegt, haben auch ein bisschen was gelootet, nämlich hier diesen schweren Sprengstoff, den hatten wir schon gesucht. Und hier noch so ein Text, den werden wir mal eben lesen. 1750 Belohnung, alles klar. Dazu gibt es noch verdorbene Gehirnsubstanz, okay. So ein Bastel-Item. So, wir können jetzt hier mal erst zurückgehen und dann schauen wir mal, was uns noch erwartet. Ja, schwerer Sprengstoff, das heißt, wir können den Weg frei machen. Das ist nämlich hier, macht die Eingangstor so vor Icon frei. Nämlich genau da, Sprengstelle. Das werden wir jetzt auch noch eben abschließen. Und dann schauen wir mal, dass wir eben unsere Brocken verkaufen. Das könnten wir eigentlich auch zuerst machen. Dann haben wir die Taschen wieder leer und können da oben nämlich weiter. Hier lang, ne? Ja. Ja, ja, ganz ruhig. Das ist mal eine Treppe. Da. So, ich habe in einer kurzen Aufnahmepause eben ein bisschen das Inventar zusammengepackt, sodass ich jetzt eben ganz fix verkaufen kann. Schön nämlich Ditte hier. Und dieses hier alles. Also das Krempel, den wir nicht brauchen. Die beiden grünen Waffen, die haben wir hier hinten. Die packen wir jetzt noch in unser Muli. Und das sind unsere Wechselklamotten, sag ich dazu. Muli. Ja, hab ich. Moment. Dit. Und dit. Und haben wir hier diese Gehirnsubstanz? Haben wir noch gar nicht. Okay. Ja, bitte. So, in der Zwischenzeit können wir jetzt auch ganz gerne nochmal, was will er hier eigentlich? Bla bla bla. Ah ja. Ja, falscher Händler. Ja, bitte, mein. Ne Dame. Ich hätte ganz gerne ein paar Tränke und dann... Gut eingesetztes Geld. So, dann sprengen wir mal da vorne die Tür auf, beziehungsweise diesen Durchgang auf und schauen mal, was uns da erwartet. Hör auf zu drehen. Ab und zu bleibt die mittlere Maustaste hängen. Ich weiß nicht warum. Barrikade zerstören. Barenz. So, findet den schweren Sprung. Was? Wieso ist denn das jetzt wieder auf Null? Okay. Na, okay. Dann schauen wir mal, was wir hier hinten noch zu klatschen haben. Das sind nicht gerade wenig. Boah. Aber so richtig aufhalten tun sie uns auch nicht. Planes of Strife. Ja. Sehr schön. Wir kommen in eine neue Gegend. Alles noch von den Ätherischen hier verseucht. Aber das war uns ja bewusst. 45, naja. Wir haben es ja gesehen bei unserem lieben Lucius da oben. Mit 10% Ätherschutz sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Solange wir nicht mittendrin stehen. So wie jetzt. Naja, geht ja. So, wir kommen in offene Felder. Das ist schön. Aua. Blitz. Naja, okay. Ja, zumindest sind hier genug Leute unterwegs, die uns Punkte bringen. Wieder drei Schadensarten auf einmal. Da müssen wir erstmal ein bisschen ausdünnen. Let's go.
ist der Klops hier, dann kann ja auch keiner mehr beschwören. Schönen Dank. Hohe Verhältnis 50. Hätte ich hier vielleicht schon Level 50 sein sollen? Ich weiß es nicht. Alles Stufe 50. Und die Jungs sind 45. Naja. Er sieht ja wieder gut aus. Ja, eigentlich wollte ich, weil ich habe... Toll, ne? Eigentlich wollte ich in einer höheren Auflösung aufnehmen. Denn ich habe mir was gegönnt. Und zwar einen neuen Monitor. Dummerweise geht das nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Wenn ich in 1440 aufnehme, ich nehme jetzt in 1080p auf, will mein Aufnahmeprogramm nicht. So wie ich will. Und weil ich gerne mit der Grafikkarte kodieren will, nicht mit der CPU, funktioniert das nicht. Das heißt, ich muss leider hier wieder in 1080p aufnehmen. Weil es sieht schon eine ganze Ecke besser aus. In 1440. Geht aber leider nicht. Ich weiß noch nicht warum, keine Ahnung, ob es am Treiber liegt oder an der Karte oder so. Ich muss da nochmal ein bisschen basteln. Wollte jetzt aber nicht zu lange warten im Aufnehmen, weil mir sonst die Folgen ausgehen. Sodass wir eventuell, ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Was? Achso. Werden wir in 1080p zu Ende spielen. Die meisten schauen ja eh auf 1080p. Nur die Qualität wäre halt besser. Was mir ein Pläsier wäre. Denn, es sieht schon geil aus. Wenn jemand eine Ahnung hat, woran das liegen könnte, ich nehme mit Bandicam auf, hatte ich vielleicht schon mal erwähnt, und mache Direktkodierung über die AMD-Schnittstelle. Das funktioniert nicht. Weil dann sagt er irgendwie, kann den Prozess nicht initialisieren und stürzt mal ab. Also Bandicam. Wie gesagt, wenn ich dann auf CPU gehen, dann ruckelt das wie blöde. Leider. Und dann könnte ich nämlich schön in 1440 aufnehmen und runterskalieren in 1080. Das würde es auf YouTube auf jeden Fall eine Ecke besser machen, aber naja. Soll nicht sein im Moment. In der Zwischenzeit schnetzeln wir uns hier mal durch. Wir haben schon wieder 30% vom Level up erreicht. Finde ich ganz gut. Aua. Sie schützen auch immer ihre Mollys werfen müssen. Was? Volente Robe. Wie sieht die Gegend hier überhaupt aus? Kann ich gar nicht so einschätzen. Oben geht's weiter. Da machen wir erstmal hier links unten. Oh. Wieso kann ich die nicht... Ah ja, alles vermint hier, ne? Das ist ja toll. Wieso kann ich die nicht entschärfen? Wie geht das? So nicht. Hihi. Zumindest geht das. Muss ich auch noch Minen aufpassen, alter Schwede. Next, next. Das sind meine Minenräumer, das finde ich gut. Trotzdem ist das doof, dass ich die nicht entschärfen kann. Wieso geht das nicht? Verstehe ich nicht. Naja. Werden wir auch noch vielleicht mal rausfinden. So, die nehmen wir mit. Da liegt auch noch überall alles voll Minen. Na gut, die laufen jetzt anders. Gut. Aua, Mist. Selber reingelaufen. Voll Honk.
Tschüss. Dann schmeißen wir den auf die Minen drauf. Blizzard, hier mit Schneegestöber und Blitzen. Da geht's dicht runter. Komm her. So. Ja, ja, ist ja gut. Ich weiß, dass du einfrieren kannst. Das wird ja wieder interessant hier. Geht so. Mit? Keine Energie? Bist du blöde? Boah, Mann. Da ist noch eine Mine. Toll. My energy is low. Ja, ja, dann nimm dir einen Drink. Habe ich auch lange nicht gehabt. Dass ich so viel Cocktails gespammt habe. Aber immerhin sind sie effektiv. Finde ich zumindest. So. Disvedite, was haben wir hier noch? Alter Schwede. Ah, die machen ja eine Welle hier. Und wie gesagt, wenn sie dann platzen, dann wird's kritisch. Schulterstücke der Bereitschaft. Das wird interessant. Was haben wir denn da Schönes? Haben wir es jetzt? Tschüss. Ja, Ritualstab ist klar, brauchen wir nicht. Da ist noch ein Schatz. Ding, 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 ding. Naja, komm her, Dicker. Ja, Lebensentzug. Na, jetzt hätte ich erst reingucken müssen, was das ist. Da sind sie. Elementarschaden, Geist, Angriffskonten. Toll. Ist ja wieder traumhaft. Brauchen wir nicht. Geist, super. Physischen Keller Wundschaden, ja super, Level 50 sind wir nicht. Ist alles Level 50 hier, bin ich ja wahnsinnig. Einhänder magisch, Physischer Schaden, Durchschlagschaden. Geschwindigkeit langsam, okay. Das wird wahrscheinlich wieder genauso passieren, wenn ich dann was aufklopse, dass dann sich das wieder ins Gegenteil verwandelt. Sprich, was haben wir hier? Feuerschaden. Sonst haben wir noch nichts Passendes, ne? Was haben wir drauf? Eisstachel. Energiekosten. 18% Wahrscheinlichkeit, Feinde zu durchschlagen. Waffenschaden. 14%. Ah, 14% mehr Waffenschaden. Aha, aha, aha. Sollte das nicht eigentlich im Vergleich mit drin sein? ...46 Schaden pro Sekunde mehr. Donkey. Was ist das denn noch wirklich? Wo sind wir? Schaden pro Sekunde 15,30. 14,95 Punkte mehr. Nehme ich.
Oder hatte die jetzt... Nein. Kein Bonus. Gegenüber Äther. Haben da wieder Dings rumgelegen. Minen. Einschlag. Ja gut, die halten ja eh nichts aus. So, hier konnten wir nicht durch, ne? Ne, da aber. Jo, haben wir denn jetzt, da brennt wieder was fröhlich vor sich hin. Das haben wir abgeschlossen. Alter, ist ja wieder ein zerrupptes Gebiet. Bin zwar kein Freund von Schlauchleveln, aber... Ritzel. Minimal besser, würde ich sagen. Aua, ich stehe in der Ecke. Lass mich raus. Zerbrochener Magnetstein. Da hatten wir doch vorhin auch schon wieder einen. Kriegshammer der Wut. Ein Händler, naja. Ching, mal wieder einer komplett. So, hier geht's weiter. Wieso bin ich eigentlich hier unterwegs? Eigentlich müsste ich doch mit dem Inquisitor sprechen. Sehe ich gerade. Werden wir auch mal zum Ende der Folge machen, wenn ich dieses Gebiet hier aufgedeckt habe. Und ich denke, dann werde ich auch eine Aufnahmepause machen. Denn ich muss noch was anderes aufnehmen. Nämlich Creative Earth. Ja, langsam. Ist ja so ein bisschen stiefmütterlich auf meinem Kanal, Creativeverse. Vielleicht haben es die Leute noch gar nicht so mitbekommen. Vielleicht ist es auch einfach zu langweilig, ich weiß es nicht. Ist immer blöd, wenn keine Rückmeldung kommt. Aber mir macht Spaß und ich würde es noch ein bisschen weiterführen gerne. Fleischkoloss. Ja, komm schon. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Du denn von mir? Schnauze. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte da eben reingucken. Was waren das für? Achso, das waren die kleinen, ganz klar. So, was haben wir da oben? Naja, das nimmt immer noch kein Ende. Na gut. Haben wir jetzt doch wohl noch eine Folge. Aua. Doch wohl noch eine Folge. Weg mit dir. Koi Schatz, schade. Huch. Le Rückleer. Wenn du meinst. Darf ich die gerne? Dankeschön. Alter Schwede, ist das wieder ein großes Gebiet hier. Was? Sodele. Ching macht's, aber nichts wirklich Interessantes. Teilung von einer Gesundheitsregeneration. Nee, lass mal. So, dich hauen wir auch noch aus dem Leben mit deinen Kumpels zusammen. Dann stelle ich mich hier ein wenig safe. Tüdelidü.
und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen Pritzel uns in der nächsten Folge von Grim Dawn. Ich werde doch noch eine dranhängen müssen. Ich würde ganz gerne, wie gesagt, dieses Gebiet hier auch einigermaßen aufdecken. Dann noch das die Quest abschließen mit dem Inquisitor Creed. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge Grim Dawn. Bis dann. Ciao.